Und damit herzlich willkommen zum neuen Part der Egglog. Im letzten Part ist einiges passiert. Wir haben unseren 6. Arena-Orden bekommen. Wir haben unser Team wieder ein bisschen ausgetauscht. Verlassen haben uns Cassie, Lovie und Tmoss. Hinzugekommen sind Max, Feuerstern und Mimi. Finde ich ein ziemlich cooles Team jetzt auch. Wir haben eine Fee, wie gesagt, wir haben Kampfflug, wir haben Pflanze, wir haben Stahl, wir haben Wasser und Licht und wir haben Feuer-Pokémon. Und wir werden jetzt Max etwas hier im Wasser trainieren. Denn die Route muss natürlich auch noch gemacht werden. Was wir natürlich liebend gerne tun. Und ich hoffe mal, dass die nicht so stark sind und uns gleich rausnehmen werden. Das Gute ist, die meisten Sachen greifen eh speziell an. Und Max kann speziell ziemlich viel tanken. Und natürlich kommt da gleich ein Kecleon. Wie stark bist du auf welchem Level? So, da ist Max. Du bist Level 26. Möchtest allerdings nicht riskieren, glaube ich. Deswegen geben wir jetzt mal einen Sam. Kann Sam eigentlich auch in den Battles teilnehmen in der Luft? Den Luftbattles oder wie die heißen? Finte macht nicht viel Damage. Perfekt. Und wir gehen jetzt auf Flying Press. Welchen Typen bekommt Kecleon nach Flying Press? Gar keinen, weil es besiegt ist. Perfekt. Würde mich aber echt mal interessieren. Flying Press ist ja eine Flug- und Kampfattacke. Welchen Typen bekommt dann eigentlich ein Kecleon? Du hast einen Makargo. Wie kann Makargo auf dem Wasser stehen? Das müsste dampfen und sterben. Aber wir gehen in den Feuerstern. Bei einer Wasserattacke und Makargo ist down. Ach ja, Makargo, das Beispiel für einen fehlgeschlagenen Hausbruch. Klärsmog, okay. Weil selbst mit einem Hausbruch ist Makargo immer noch unfassbar langsam. Wir gehen jetzt auf den Surfer. Wedeln das Wasser um uns herum natürlich ein bisschen auf. Ich muss sagen, Surfer sieht im Wasser viel cooler aus als an Land. Einfach weil du das Wasser außenrum noch hast. So. Immer diese Ast-Trainer, die selbst rumsurfen. Abgehobene. Immer diese YouTuber. Gibt's hier oben irgendwas? Ne, da gibt's nichts, okay. Dann gehen wir jetzt nämlich runter. Das Pelipper möchte ich gar nicht erst holen. So. Dich, Kämpfer, komm her. So. Sieh dir mal meine Bauchmuskeln an. Das ist ein Waschbrettbauch. Wie er im Buche steht, was? Ja, kann ich bestätigen. Hab auch einen Waschbrettbauch. Du hast einen Krebskor. Feuerstern ist aber cooler als dein Krebskor. Und Max besiegt dich eh, weil Diebeskuss und so. So, wir gehen nämlich auf Diebeskuss. Schutzschild natürlich. Ich glaube, für Diebeskuss würde ich dann auf jeden Fall... Versucht eigentlich den Double Protect. Und guckt euch diesen unglaublichen Damage an. Für Diebeskuss würde ich sogar... Du machst nur Schutzschild! Ein AP Plus verbrauchen. Was ich wohl auch gleich tun werde. Ja. Sternschau. Das war auch eine meiner Lieblingsattacken in Gen 1. So, du hast einen Carnivana, das überlebt eh keinen Diebeskuss. Weil Carnivana ist nichts guter Eiszahn, okay. Das halten wir jetzt aber eh wieder hoch. Weil Diebeskuss heilt ja, glaube ich, sogar 75% der geklauten KP. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich fast wieder voll sein. Wir sind sogar wieder voll, perfekt. Okay, Rauhau. Okay, Diebeskuss ist also eine spezielle Attacke, die Kontakt herstellt. Das ist gut zu wissen und Max erreicht Level 24. Das ist sehr gut zu wissen, sehr, sehr gut. Okay, dann nehmen wir jetzt mal aber ein AP Plus. Für den Diebeskuss, weil der Diebeskuss muss bis Level 36 reichen. Und das ist doch etwas viel, deswegen AP Plus auf Max Diebeskuss. Jetzt will ich wissen, wie viel hat es jetzt gemacht? Hat es auf 12, glaube ich, erhöht, ne? Ja, auf 12, das heißt, wir können es jetzt auch noch einmal einsetzen, das passt. Das lassen wir auf jeden Fall mal so. Und gehen weiter rüber. So. Hier gibt es kein Item. Ne, hier gibt es kein Item. Dann kämpfen wir mal gegen euch zwei kleinen Mädchen. Ich bin der große Kämpfer. Ich bin Bazi. Und du bist? Ein Mädchen mit einem Donut und einem Azumarill. Ah, Azumarill. Azumarill ist stark. Aber eine Attacke werden wir auf jeden Fall tanken. Deswegen gehen wir mal auf den Diebeskuss. Sind sogar schneller. Macht nicht so viel Damage. Was, wie viel machst du mir jetzt mit einer Attacke? Nassschweif.
Machst mir aber auch nicht so viel Damage. Und Schaumbolzen. Max, ey. Was ist los mit dir? Hast du dich? Der Max, der hat einfach Schaum. Wir können uns wieder schön hochheilen und du hast Probleme, uns anzugreifen. Das ist doch schön. Und Azumarill hat sehr, sehr viel KP. Mal gucken. Und Azumarill ist starr vor Liebe. Max ist einfach so ein unglaublicher Charmeur. Da bringt es nicht mal, dass wir vielleicht einen Speed-Teil haben. So, was wir jetzt machen? Wir gehen mal auf Ruckzuck-Hieb. Mal gucken, ob das vielleicht schon mit Glück ausreicht. Ach ne, tut's nicht. Sei aber nochmal bitte starr vor Liebe. Ne, Blubstrahl, okay. Sollte aber nicht viel Damage machen. Ich meine, wir haben so unglaublich viel eine gute Spätverteidigung. Rechte Hand, okay. Und Baum. Und das sollte ausreichen. Perfekt. Dazu mal sollte durch die hohe KP-Basissumme auch ziemlich viel EP geben. 1200. Reicht das für ein Level Up? Für den Nahen ist auf jeden Fall hier gut zu trainieren. Außer es kommen natürlich so Sachen wie Tentachas oder Tentoxas. Da werde ich auswechseln müssen. Aber das ist natürlich selbstverständlich. Ich glaube aber, ich werde die ganzen Trainer auf den anderen Wasserrouten unter Moosbach nicht machen. Ich habe die aus meiner alten Edition auch nie gemacht gehabt. Und das auch dazu, Merrill. Es ist nett, dass ihr mir ein paar EP-Bomben schenkt. Und es ist wieder ein Weibchen. Das heißt, wenn du Max berührst, wirst du Max verfallen. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitze schnelle. Langsam um die Ecke fuhr, morgens früh um 16 Uhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Wenn man sagen kann, dass bei dem Lied das ist, der kriegt einen Keks. Wir gehen nochmal auf Diebeskuss. Und sind damit auch wieder voll und nächstes Azumarill sogar noch nicht besiegt, okay. Was gehst du jetzt? Du gehst auf Knuddler. Okay, aber es macht nicht viel damit. Jetzt wirkt natürlich der Schaumbolzen wieder. Stellt euch vor, ich hätte wirklich die Feenschicht. Dann wäre der Ruckzuck-Hieb und der Sternschauer wären eine Feenattacke. War ziemlich cool. Und es ist Level 25 für Max. So, Wertewechsel. Ne, brauchen wir nicht. So, wir haben Carmen besiegt. Die Kleine mit dem spanischen Temperamento. Mit El Temperamento. Und dann kann ich den Text nicht weiter. Gerade ein El Temperamento. So, was machen wir jetzt? Wir surfen etwas runter. Neuer Schutz natürlich, weil wir wollen nicht gegen wilde Pokémon kämpfen. Okay. Ich kenne die Musik. Das klingt wie irgend so ein Intro von einem Anime. Keine Ahnung, aber ich kenne auf jeden Fall die Melodie und Papinella und Pudox, okay. Pudox ist Giftkäfer, Papinella ist Flugkäfer. So. So, ich glaube, wir gehen erstmal auf den Diebeskuss gegen Papinella und fliegen gegen Pudox. So. Papinella kommt mit Windschnitt. Das können wir natürlich gut tanken, ne, Hansi? Giftblick. Ach, ne, Giftschock. Das sollten wir aber tanken können. Okay, und Diebeskuss sollte uns wieder ganz hoch heilen, Hansi, oder? Oh, das macht sogar echt guten Damage. So, wir gehen jetzt nochmal auf Diebeskuss gegen Papinella. Das müsste eigentlich schon ausreichen. Perfekt. Pudox ist down. Ne, Hansi? Pudox ist down. Und es gibt gleich noch ein wunderschönes Level Up. Windschnitt kommt zwar, aber das sollte auch gegen Sam nicht viel Damage drücken. Und Diebeskuss heilt uns eh wieder hoch. Perfekt. War sogar jetzt ein Crit. Den hätte ich gerade eher gebrauchen können. Das ist doch schön an Diebeskuss. Wir heilen uns immer wieder hoch. So spare ich auch Tränke und sind jetzt schon Level 26. Das nächste Level Cap ist welches, Hansi? 42. Okay, ich glaube, Hansi sagt 42. Wenn das nicht stimmt, aber dann gibt's einen Arsch voll. Aha. So. Wo gab's jetzt das Item? Ah ne, hier. Hier war die Herzschuppe. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt wieder eine Herzschuppe auf Vorrat. Nein, Hansi, du kannst leider keine Attacke mehr lernen. Du bist aus der Eggblock schon ausgeschieden. Ein Maschok hat dich weggecrittet. Konnte ich nichts für. Ich hoffe, du bist mir deswegen nicht böse. Gegen dich muss ich noch kämpfen, Fräulein. Ach ne, hier ist erstmal
Eine Riesenperle. Die schwimmt im Wasser, dann stören wir sie natürlich mal beim Baden. Stell dir mal so vor, ein Pokémon-Spiel mit NPCs, die nackt baden. Oh ja. Goldini. Es gab ja vor allem auch mal einen Sprite, der in der deutschen und amerikanischen Version verändert wurde, weil der spanische, das war glaube ich der aus den, von den Schönheiten aus Gen 1, die wurden einfach verändert. Wir gehen auf einen Liebeskuss. Denn die waren, wie es aussah, zu sexuell gehalten, weil irgendwie die Röcke, glaube ich, extrem kurz waren. Da konnte man fast unter den Rock gucken, bei einem Sprite. Von Gen 1 müsst ihr euch vorstellen, Schaumbolzen wirkt gegen Goldini. Sogar Fische verlieben sich in Max. Max ist einfach ein Casanova. Ich glaube, wen haben wir denn noch als an Frauen im Team? Gucken wir mal nach dem Kampf. So, perfekt. Max bekommt wieder ein paar Erfahrungspunkte und als nächstes kommt ein Weilemon. Wie viel macht ein Sternschauer? Das war ein Crit, oder? Das war kein Crit? Sternschauer macht so viel Damage? Krasser Scheiß. Perfekt. Und Weilemon gibt auch wieder wegen guten KP eigentlich ganz gut für Erfahrungspunkte. Ich hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt. So, wir gucken mal. Wir müssen natürlich auch ein paar unserer Pokémon shippen. So, wir haben... wow. Nur die Mimi für alle Kerle. Das heißt, Mimi, wenn du das hier siehst, und du guckst die Egglock noch, möchtest du lieber mit Garagenkind was anfangen? Mit Sam, mit Max, mit Nico oder mit Feuerstein? Such dir einen raus. Schreib einen Kommentar. Jungs, Bult um Mimi. So. Wir machen können. Gehen weiter runter. Sollten hier wieder ein bisschen rüber. Gibt es hier irgendwo noch ein Item? Nein, nur den Angler. Angler Armin mit Tentara. Okay, gegen Tentara werden wir so das mal auswechseln. Ich möchte nämlich keine Säure fressen. Max darf doch seine hübschen Äuglein nicht verlieren. Vor allem, sobald man ein Pokémon an mir mit dem Pokémon rumspielt, stand da jetzt auch Max erwartet auf die Anweisungen vorbeizuziehen. Es guckt immer noch nach hinten quasi, ob ich da auch wirklich stehe. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Und das Tentara, also gehen wir mal in Sam. Sam sollte das mit Fliegen eigentlich ganz gut hinbekommen. So, Blubstrahl kommt sogar, okay. Den können wir aber auch ganz gut hängen, 59. Danach denke ich mal, werden wir eh ins Pokémon Center gehen. So, fliegen hoch, denn wir haben keinen Diebeskuss mehr. Und natürlich geht's daneben und du greifst mit Wickel an. Wow. So, was wir dann ganz kurz machen, bevor du jetzt uns versucht weiter anzugreifen und mein Dings nochmal dahin geht, gehen wir auf den Ruheort. Verlieren wir auch kurz unseren Flugtypen. Das heißt, falls du jetzt ganz zufällig eine Kraftreserve Elektro hast, mach dir weniger Damage hinein aus einer Aquawelle. Verwirr uns doch noch am besten. Die sind alle gegen uns, Hansi, ne? Eigentlich sollte ich mein GPL-Logo so machen, dass Hansi in blauer Wellen sind, die versucht, einen Floink zu tragen. Und das wäre dann mein Logo. Ihr müsst mal Hansi und Porky shippen. Das war lustig, ich glaube, ich werde aber doch wirklich Porky jetzt auf mein Logo packen. Ich wollte ja erst Sprungfedern, ne, brauchen wir nicht. Ich wollte ja erst was anderes machen, aber es gab ein paar Diskussionen in der GPL-Gruppe. Und deswegen werde ich, glaube ich, das alte nicht mehr benutzen, was ich machen wollte. So, wir gehen jetzt aber erstmal unsere Pokémon heilen. Ich trinke einen Schluck, während wir fliegen. Hansi, du machst Commentary. Na, kennt ihr das, wenn das Getränk am Bart kleben bleibt? Ich auch nicht. So. Wo kann man kurz sein? Was ist los? Mhm, ich verstehe dich. Mhm. Ja, was die Merkel macht, finde ich auch nicht gut. Hast du recht. So. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Okay, sehr gut. Ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen was schaffen. So, wir fahren jetzt wieder runter. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, komm. Wir geizen mal nicht mit dem Schutz. Gehen weiter. So, 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 so.
Surfen wieder runter. Mal gucken. Die MSN. Oder wie heißen die? Wie heißen die hier eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Warte, hier ist der Angler. Das heißt, hier rüber geht's. Das heißt, wir gucken, ob es da unten in der Ecke noch einen gibt. Und wenn es hier keinen Trainer mehr gibt. Das muss ein starkes Pokémon sein. Pelipper auf Level 30. Halleluja. Flucht gescheitert, Ruheort. Komm, Max, flieh bitte. Danke. So. Gibt's hier noch einen Trainer? Hier gibt's nur noch das da. Hier gab's, glaube ich, nur ein Item. Ne, hier gibt's leider nichts. Ja, Schutz. Behalten wir. Würde mich mal interessieren, wie viele Schützer haben wir noch? Schützer, weißt du, Schützer. So, wir dürfen uns auf Route 28 gleich ein neues Pokémon fangen. So. Was wir übrigens mal machen können, wir sind hier jetzt auf Route 28. So, ich glaube, wir werden auch mal... Vielleicht finden wir mit Glück ein starkes Pokémon, was der auf einem hohen Level ist. Wollt ihr, dass ich die Route offscreen mache? Oder wollt ihr, dass ich die onscreen mache? Denn, so, Schutz zurück nicht mehr, nein, dann lassen wir den jetzt weg. Unser Encounter für Route 108 ist ein Tentacher, okay. Nämlich, dann machen wir so, ich packe euch einen Strawhole in die Beschreibung, könnt ihr abstimmen, ob ich die Route, auch machen soll. Oh, sogar Level 25, wir gehen mal auf einen Sternschauer, das sollte eigentlich ganz nicht gleich töten. Also stimmt da mal ab, ob ich die Route hier onscreen oder offscreen machen soll. Denn ich persönlich finde es ehrlich gesagt selbst ein bisschen langweilig, jetzt quasi nur auf der Wasserroute gegen die ganzen Trainer zu kämpfen. Das ist ja quasi nur Training. Deswegen entscheidet ihr das. Wenn ihr sehen wollt, dann werde ich das natürlich machen. Der Part kommt freitags, das heißt, ich werde nächsten Sonntag erst wieder aufnehmen. So, und jetzt sollte ich einen Hyperball werfen können und das sollte dann ausreichen. So. Tentacher gleich wahrscheinlich gefangen. Und wie gesagt, ihr entscheidet dann... Ich werde am Sonntag dann jetzt wieder aufnehmen, das heißt, ich kann mir eure Kommentare, die ihr dazu vielleicht noch schreibt, auch angucken. Tentacher wurde gefangen, sehr gut. Dann nutzen wir doch die restlichen 10 Minuten und holen uns noch ein neues Pokémon. Dann warte ich nämlich jetzt noch ein bisschen beim Trainieren. Sondern wir holen uns gleich das neue Pokémon, kein Spitzname für den Tentacher. Und wir fliegen nach Gravelport City, um uns gleich dafür ein neues Ei zu holen. Dann habt ihr nämlich in der Folge auch nochmal ein neues Ei. So. Die Frage ist nur, wie viele haben wir denn noch? Wir haben nämlich nicht mehr viel Auswahl. So. So. Pokémon bewegen und dann öffnen wir wieder random.org, was wir noch offen haben. Generaten einfach mal und bekommen die 51. Jetzt geht es nämlich wieder los mit Sachen, die wir schon haben. Paida, von dir haben wir nämlich schon was. Tentacher muss ich jetzt erstmal wegtun. Du bist in der falschen Box, du Idiot. Du musst nämlich in die Box, nicht in die Himmelsbox. So, 51 von Paida haben wir natürlich schon. Da fehlt aber auch noch die letzten. Was fehlt da noch? Laurus fehlt zum Beispiel noch. Mal gucken. Gerade hat er Pech. Jetzt haben wir 96. 96 ist von Gio. Ich weiß noch, Gio hatte letztes Mal verkackt. Ach, 96, ne? So, hier. Also letztes Mal verkackt und er hat auch gesagt, er hat jedem Pokémon die Dings gegeben. Was bedeutet, es würde auch nichts bringen, von Gio nochmal was zu nehmen. 49! 49 gehört 46, 36, 42, 48, 49 hat man auch schon. Gibt es in der Box von jemanden, da gibt es mehrere, von denen wir noch nicht haben, wir können die auch nicht einzeln nennen. 11 gehört Linus. 39 gehört Passi, den müssen wir auch schon haben. Jo, haben wir auch schon. 17 gehört Cassie, haben wir auch schon was. 79 gehört Beki. Ist es Beki? Beka, Beku, Beck irgendwas? 79. Sollten wir nämlich noch gar nicht haben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Richtig, 79 ist nämlich dieses Ei. Ich tue mal Max dafür ganz kurz in die Box.
Von dir hatten wir noch gar nichts. Ich glaube, Bekir, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bekir, BK. Du weißt, wenn du gemeint bist. Du bist der Einzige mit BEK. Deswegen mal gucken, was du uns geschickt hast. Du hast aber auch schon gefragt, ob deine Eier überhaupt noch da sind. Und ja, sie sind noch da. Wie alle anderen auch. Und es schlüpft ein Nebulak. Nebulak wollte doch sicherlich jemand sein. Und wenn du jetzt coole Eierattacken hättest, natürlich nicht die Elementarhiebe, das war ein bisschen kontra. Und es ist natürlich ein Weibchen. Wenn niemand Nebulak sein will, dann ist Chara. So. Du wolltest, Dark Darling wollte zwar Nebulak sein, aber es ist ein Weibchen. Du bist auch ein Junge und der Janik ist auch eins. Deswegen nennen wir das jetzt einfach Chara. Als Entschuldigung dafür, dass ich quasi das Vulpix umbenannt habe. Wir dürfen nicht auf Level 25 trainieren, was heißt, du wirst auch gleich ein Alpollo. Und jetzt gucken wir mal, was du denn alles so hast. Du hast erstmal ein scheues Wesen, Hypnose, Schlecke und Abgesang. Und natürlich Schwebe, ist klar. Definitiv zufrieden. Dann bringen wir dich jetzt nämlich noch auf Level 25. Und ein Alpollo. Ich wäre blöd, wenn ich Gengar nicht mal ins Team holen würde, oder? Gengar kommt ins Team irgendwann noch. Chara wird auf jeden Fall irgendwann reinkommen. Ich kann ja mit meinem Y dann auch gut tauschen, sodass ich ein Alpollo bekomme. Und übrigens, was mir gerade so spontan einfällt, Horrorblick. Brauchen wir nicht. Ich habe mein DS quasi aktualisiert. Das heißt, nicht nur aktualisiert, sondern auch auf die Firma zurückgesetzt, weil ich generell die ganzen PKX-Sachen mal wieder runter haben wollte. Damit ich die mal wieder nicht drauf habe, weil die momentan eh nicht funktionieren. Das heißt, ich kann momentan nicht PKXen. Fluch ist never ever, würde ich das Chara beibringen. Und deswegen habe ich keinen einzigen FC mehr. Das heißt, wundert nicht, dass ihr nicht mehr drauf seid. Ich habe niemanden mehr, nicht mal die ganzen YouTuber. Ich habe momentan nur einen einzigen Nachtnebel. Tun wir mal drauf. Und zwar der einzige, den ich momentan drauf habe, ist Kaffee. Also Kaffee Kone. Denn mit dem habe ich letztens ein Wi-Fi-Battle für seinen Kanal aufgenommen. Wenn der zu dem Zeitpunkt schon online ist, werde ich euch den mal auch in die Beschreibung packen. Weil freitags kommt, glaube ich, Ich weiß nicht, ob heute Abend noch mal ein Video kommt. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall mal in die Beschreibung gucken. Vorausgesetzt, der Part oder der Kampf von ihm ist schon online. Dann werdet ihr den in der Beschreibung finden. Guckt den auf jeden Fall mal an. Und vor allem, lasst ein Abo bei Kaffee da. Der hat nämlich einen Kanalwechsel betrieben. Macht ihn jetzt mit der Freundin zusammen. Und man will die zwei natürlich unterstützen, weil ich beide auch schon persönlich getroffen habe. Tiefschlag. Schaden tut's ja nicht, ne? Für Abgesang kann man auf jeden Fall mal machen. Und wie gesagt, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Lasst ein Abo da. 23, 24 und jetzt wird sich Chara entwickeln zu einem der coolsten Pokémon überhaupt. Und generell nach Reptane das zweitbeste Mittelstufen-Pokémon, meiner Ansicht nach. Chara streckt uns die Zunge raus und begrüßen damit Alpollo in unserer Familie. Du lernst Finsterfaust noch, ne? So, Finsterfaust ist eine physische Geistattacke. Nachtnebel macht immer noch 25 KP Schaden. Der Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. Stimmt, hat eine Stärke von 25, meine ich doch. Nicht 25 KP, sondern 25, glaube ich. Doch. 25 KP. Und das ist halt leider nicht so viel. Und Finsterfaust ist zumindest mal eine Geistattacke. Deswegen. Wobei Nachtnebel. Nee, komm, wir tun Nachtnebel mal weg. Wir müssten eh, glaube ich, den Spukball irgendwo finden. Und Chara lernt Finsterfaust. Die creepy Hände. Boah. Aber mega cooles Pokémon. Chara kommt auf jeden Fall zu den anderen in die Box hinein. So. Erstmal kommt Max wieder ins Team. Chara kommt zu den anderen hier. Dich tun wir mal dahin und dich tun wir dahin. Was wir dann noch ganz kurz machen. Wir nehmen eine leere Box. Und der Himmel. So. Das ist nämlich unsere Box hier. Und dann kommt hier der Himmel hin. Perfekt. Und dann haben wir ja. So, hier unsere Pokémon, dann haben wir noch eine zweite Box, wo wir die Pokémon reintun können und hier kommen dann die Eier. Hier
Hier kommen die Pokémon hin, die gefangen worden sind. Und hier hätten wir dann die Himmelsbox. Perfekt. Dann möchte ich für die restlichen 4 Minuten ehrlich gesagt gar nicht mehr groß rausgehen. Quasi, also was ist rausgehen? Also aus dem Pokémon Center raus und weiter trainieren. Denn unten in der Beschreibung ist wie gesagt das Straw Poll drin. Dann wende ich den Part sogar aus und fasse mal früher. Ich hoffe, das ist trotzdem für euch okay. Denn es gab auch mal Parts, die waren 37 Minuten lang. Das gleicht sich jetzt vielleicht ein bisschen aus. Denn dann habe ich jetzt an sich nichts mehr großartig zu tun. Und deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Heute Abend kommt wahrscheinlich ein Video. Guckt in die Beschreibung, da ist das Straw Poll drin und der Link zu Kaffis Video, vorausgesetzt, es ist schon online. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Ciao.